Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir gehen wieder in eine neue Runde. Mal gucken, wir haben hier einen Paladin, bei dem MP und HP vertauscht sind, also nicht so toll. Wir haben einen Okage mit Alzheimer und wir haben eine Assassine, die endomorph ist. Ich nehme den Okage. Gucken wir mal, wie viel Gold wir haben. Naja, das reicht. Ja, machen wir mal hier oben ein bisschen weiter. Hier können wir Bestiality freischalten. Press S to Awesome. Ja, was auch immer das ist. Und die Mana-Kosten. Weil hier schalten wir etwas frei, was ich demnächst mal will. Und zwar das Randomized Children. Okay. Und dann gehen wir mal wieder in das Schloss rein. Drücke Sharon einen Haufen Gold ab. Und los geht's. Ja, wir sind schon ziemlich weit gekommen bis jetzt. Ging ziemlich schnell. Wir haben nur noch einen einzigen Boss vor uns. Und wie viele Tagebucheinträge? Oh, da bleiben uns noch 11. Na ja, gut, dann gucken wir mal, wie wir jetzt mal vorankommen. Wir haben auf jeden Fall eine Frage. Oh, da will ich nicht lang. Hier will ich da unten lang. Defeat all enemies kannst du vergessen. Take no damage. Wow. Geschafft. Balance Rune für die Chestplate. So. Das ist gut. Ja, guck, ja, wir haben Alzheimer, habe ich vergessen. Kann ich nicht auf die Karte gucken. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter lang. Dann müssen wir wohl da drüben lang. Ja. Ja, blöde Guardbox. Ja, blödes Auge. Bist du ein Doombus? Nein, bist du nicht. Dann können wir hier durchdashen. Und langsam habe ich das mit dem Dash auch raus. Oh, und der Bossraum. Den will ich mehr brauchen. So, hier die Kisten plündern. Und wir sind schon in der Lands of Darkness. Aua. Ein gemeines Fieber. Aua, das war nicht so gut. Und wenn der Dicke hier auf mich fällt, ist das auch nicht so schön. Oh, ich sollte dringend vorsichtiger sein. Boah. Kann ich nicht auf diesem Knie stehen? Das sah so aus. Da ist auf jeden Fall wieder ein Auge. Zuerst loswerden sollte. Boah. Und nice Mark hier. Okay, wir kriegen hier unten schon mal alles mit zwei Hitten, zwei Schlägen bei mit dem Hokage weg. Das ist schon mal gut zu wissen, aber... Es ist trotzdem schwierig. Vor allem mit sowas hier. Aua. Hilfe, hört auf, mich so zu bombardieren. Nee, der Gegner, ich bin schon wieder fast tot. Ja, ich sollte nicht hier unten in der Hölle sein. Das ist ungesund. Ich sollte lieber wieder den Weg nach oben suchen. Und aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Und bitte wieder nach oben. Erstmal das Schloss weiter leeren. So viel dazu. Ja, der Hokage ist echt nicht mehr so toll. Ein Spelunker, der auf Männer steht. Eine Assassine, die gewaltig ist. Und ein Lich King.
Ich nehme mal den Lich King, weil ich mache mal jetzt wieder einen Farmlauf und stecke mein Geld in Lebenspunkte und was noch? Ah, mehr Magieschaden, das ist gut. Oh, ich bin ein kleiner Lich. Und gib Sharon Geld. Und dann geht's mal hier wieder los. Hier dürften die Krähen was bringen. Genau, die machen nämlich in dem Fall noch alle Gegner tot. So. Geht weg. Kriegen wir mehr HP. Mehr HP sind immer gut. Du bist kein böses Bild. Und das ist der Vorteil, ein Zwerg zu sein. Hühnchen, das wir noch nicht brauchen. Mal gucken, bis so viel HP wie hochkommt. Ich hätte gerne mal wieder eine neue Vampirrune. Übrigens. Muss ich mal gucken, ob ich schon eine aufgesammelt habe und zwar verpeilt habe. Wow, noch ein Auge. Was nur ein Auge? Du bist keine böse Truhe. Kein böses Bild. Dann würde ich sagen, mit dem Lich King hier, dem Lich, gehen wir einfach nur farmen. So, hier drüben. Drei Augen. Wow. Und Gold. Klappern wir jetzt mal die drei alten Gebiete ab. Also erst das Schloss, dann den Wald. Und dann den Turm oben. Defeat all enemies. Na, dafür haben wir ja genug. So. Und wir kriegen Grace-Rune für die Bracers. Und ich kann mal das Special anwenden, da ich jetzt genug Lebenspunkte habe. Und mal etwas Mana umwandeln. Lebenspunkte dürfen wir ziemlich schnell wieder welche kriegen. Genau. So. Nur auf die Gegner hier aufpassen. Wir haben noch nicht besonders viel Gold, was blöd ist. Wir kriegen auch leider nicht so viel Gold. Ich bräuchte mal wieder eine Goldmine, glaube ich. Ah, man muss sich bloß beschweren. Und in den Flame noch unten noch reinspringen. Wow, komm her, du. Hier ist der Bossraum. Ja, ich sag ja, man muss sich nur beschweren, dann kommt schon ein Haufen Gold. Hier drüben ist noch eine Truhe. Das ist das Blöde beim Fliegen. Man kann nicht nach unten schlagen, wenn man fliegt. Ein Ding, was den wir nicht vorlegen konnten. Dafür haben wir jetzt gerade mit der Retaliation-Rune die Spikes gewonnen hätte. Und noch mehr Geld. Unten in dem Raum ist auch noch eine Truhe, soweit ich das gesehen habe. Dann holen wir uns die mal. Der korrupte Ritter steht uns dabei nicht im Weg. So, und eine Münze und ein Goldsack. Das soll alles gewesen sein. Naja, nehmen wir die Abkürzung hier durch. Und wir sind schon wieder bei 150 Lebenspunkten. Sehr schön. Und der Weg in den Wald. Lassen wir mal Raben los. So.
Yellow Horseman. Obwohl, das sind die kopflosen Pferde, vor denen sollte ich mich in Acht nehmen. Und vor den blöden Magiern. Komm her, Schilly. So. Und Pferde, die Geldwaben sind immer schön. Du hingegen, wow. Solltest sterben. Und hier ist sonst nichts mehr. Ja, hier können wir mal kurz die Abkürzung nehmen. Ja. Die Abkürzung will mich verarschen. Okay. Oh, das ist eine Einwegabkürzung. Aber erstmal will ich hier lang gucken. So, überdashen. Take no damage. Und das war's mit dem Take no damage. Und wir haben mit dem Retaliation gerade noch Spike Trap Schaden gemacht. Nein. Ach, Bossraum mal wieder. Bossraum ist immer gut, im Bossraum gibt's Geld. Genau. Weiter nach links, rechts. Wow. Und ich habe das tatsächlich geschafft. Skyhone fürs Schwert. Und runter. Vor denen sollte ich echt aufpassen, vor diesem, genau. Na komm. Da ist so ein Spike-Ding gestorben. Warum auch immer. Da hinten ist der Weihnachtsmann mal wieder. Oh, du bist ein Blaze-Lock. Aua, du bist ein böser Blaze-Lock. Du bist ein Blaze-Lock, in dem ich gerade reingesprungen bin. Das war sehr helle von mir. Oh, noch einer. Oh. So. Das kurze Schwert hat echt einen Nachteil. Du stirbst einfach mal. Oh. So. Weg mit dir. Ach nö. Nicht schon wieder du. Hier Gold aufsammeln, noch mehr Gold aufsammeln. So, jetzt bist du tot. Oh ja, so ein Heilschrein wäre mal nicht schlecht. Der Wald ist aber diesmal auch ziemlich groß. Edge, jetzt triffst du mich nicht. Wow, das war knapp. Jetzt bin ich vielleicht fast in die Seite Flammen reingesprungen. Was machst du hier? Hat man dich vergessen? Ich erlöse dich von deinen Leiden. Okay, ich will erstmal die äußeren Randgebiete des Waldes weiter erkunden. Und ja, der Boden ist wirklich groß. Ach Gott, ein Stachelhorn. Weg. Stacheln sind nicht so meine Freunde.
So, hier mal kurz aufpassen. Ah, wo bin ich hängen geblieben? Oh, Critical. Und hoch und wieder weg hier, bloß weg hier. Mit 26 Leben. Okay, dieser Raum ist mies. Wow. Dieser Raum tötet mich, wenn ich nicht aufpasse. Okay. Haben wir im Schloss noch was? Im Schloss können wir nach oben in Richtung Meier und nach unten in Richtung Keller. Aber da will ich erstmal noch nicht hin. Ich will lieber mal gucken, dass ich hier drin nicht sterbe. Dass ich wieder zurück in den Raum komme und von da aus nach unten. Und der hat gerade seine Träne verkehrt rumgeschossen. Du stirbst. Na, jetzt halten wir langsam wieder etwas mehr aus, vor allem weil wir jetzt Chicken da drin gefunden haben. Hier das Gold aufsammeln. Oh, wir kriegen auch wieder gut Gold zusammen. Also langsam wird der Run etwas. Nein. Ich mag dieses Glücksspiel nicht, weil ich da irgendwie so viel Glück habe. Wow. Wow. So, ich bin oben. Take no damage, das ging leider in die Hose. Das war der falsche Knopf. Der zum Glück nicht mehr funktioniert. Hier muss ich jetzt nach unten. Komm, Feuer. So. Da oben in der Liane ist nichts. Pferd weg. So, da steht schon mal das Pferd nicht mehr im Weg. Oh, Schleim, mein bester Freund, der Schleim. Denn der gibt mir schön viele Lebenspunkte zurück. Ja, geh weg. Stacheln und ein paar Laternen. Hm. Ja, Quit ist manchmal sehr schön. Vor allem bei so den Tower Guards. So, hier rüber. So, das ausschalten und hier müsste es nichts geben. Außer die drei Magier. Und Hähnchen. Kommt runter. So, zwei ausgeschaltet. Bleibt noch der eine hier. Gut. Und hier geht's dann wieder zurück. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da sind die Stacheln oben. Na, gucken wir mal nach da unten. Okay, die Spuckpflanzen da sind eher harmlos, weil die kommen ja nicht an ran so direkt. Das hier ist jetzt blöd. Wow, das war knapp. Das war jetzt so gelackt. Oh, das ist eine Truhe voll mit Geld. Das war unklug, aber ich hab's noch. Ich habe noch zum Glück noch ziemlich viel Leben. Wow, das war unklug. So, die beiden weg. So.
So, jetzt habe ich es doch reingeschafft. Kann ich das da unten alles umgehen? Größtenteils. Aha, weg da. Oh, take no damage. Hatten wir das nicht vor kurzem? Ah, diesmal hat es nicht geklappt. Hier warte ich lieber etwas. Sicher ist sicher. So, du weg. Oh yeah. Das Gold da einsammeln. Komm näher. Sehr gut. Da gehe ich lieber außen rum wieder. Will ich nichts riskieren. Da komme ich nämlich auch so ran. Ja. So. Und so wieder zurück. Und damit wäre der Wald fast geklärt. Nur noch das hier. So. Ein Heilschrein. Na, der kommt hier ja ein bisschen in den Ofen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder hier zurückkomme. Und ja, das wird definitiv ein langer Run. So. Hier wieder hoch. Jupp, der schnellste Weg zurück. Der Wald ist wirklich vollständig geklärt. Jawohl, jetzt geht's ab ins Maya-Gebiet. Mana habe ich voll. Kann ich dann auch mal wieder öfter benutzen. Hier gibt es keine Lebenspunkte mehr zu holen. Und hier geht es eh nicht weiter. Hier müssen wir da lang. Jetzt gucken wir, dass wir im Maya-Gebiet noch etwas abstauben und bis dahin noch ein paar mehr Lebenspunkte kriegen. Genau, hier nach oben. Und hier nach oben. Wow. Hier haben wir wieder zum Glück One-Hit-Gegner, die helfen uns dabei, das Leben aufzufüllen. Endlich mal wieder ein guter Run, nachdem der Run mit dem Shinobi gerade das letzte Mal so in die Hose gegangen ist. Oh, Geld. Geld darf ich nicht liegen. Aber in die Stacheln springen ist nicht so die ideale Idee. Gucken wir erstmal darüber. Na, gucken wir erstmal runter. So, Gegner, Gegner weg. Ich habe so viel Mana. Toll, hier ist kein Gegner gewesen. Deswegen kann ich auch die Krähe nicht rufen und deswegen hat mein Mana nicht verbraucht, obwohl es angezeigt wird. Hier sind zwei Gegner. Okay, einer hat den Boomwurst aktiviert. Und einen korrupten Ritter. Ja, da hinten steht es so. Nein, ich will das fast zerstören. So. Nicht davon runter.
Und Maya-Gebiet. Mal gucken, wie viel wir hier noch rausholen können. Okay, der Eisen will schon mal mit zwei Schlägen sterben. Wow. Komm. Ja, so. Der Chaintor macht es mir auch nicht einfacher. Wenn ich kein böses Bild. Ich könnte es aber eins sein. Diese Spuckerpflanze, die nichts kann. Wow. Habe ich den gerade nach oben geschlagen? Lustig. Jupp. Wow, ein Doom Trade. Da oben ist ein böses Auge. Das schnell ausgeschaltet werden sollte. Die Artbox, die Chicken dabei hat. Sehr gut. Was ich wenigstens noch finden will, ist den Bossraum von Maya. Gebiet. Und dann wäre ich glücklich. Wow, ich habe den jetzt gerade richtig gut weggeschlagen. Also die Skelette wegschlagen kann ich. Erstmal gucken hier unten. Nein, kein Bossraum. Ein zu gefährlicher Raum. So. Einfach mal hier rüber. So, fliegt für mich. Drehen. Aua. Okay. Wieder hoch. Und ja, der Bossraum. Sehr schön. Können wir hier noch das Gold abstauben? Und der Part wird, glaube ich, zu lang. Ich glaube, den werde ich schneiden. So. Okay, hier ist noch eine Truhe. Und in der haben wir Ranger Chestplate. Endlich mal wieder eine neue Brustrüstung. Okay, der Wagen hat uns getötet. Aber das war ein guter Run. Wir haben zwei Reihen. Wir haben drei Reihen. Wow, dreieinhalb Reihen haben wir voll gekriegt. Ja, das war ein guter Run. Mal sehen, was wir für die nächste Runde hätten. Ein Spell Sword mit MP und HP vertauscht, was nicht so gut ist. Einen schwulen Paladin. Da werden wir wohl den nehmen müssen. Aber gut. Das reicht erstmal für diese Folge. Ich glaube, ich werde die wirklich mal in der Mitte teilen müssen ungefähr, weil die ist viel zu lang. Also bis zum nächsten Mal.